Die Hochschule Darmstadt befindet sich inmitten einer Region mit traditionell starker Chemie- und Pharmaindustrie. Dies bedingt eine starke Nachfrage nach hochqualifizierten Absolventen, die der Fachbereich Chemie und Biotechnologie mit abdeckt. Der Studiengang Biotechnologie hat, bedingt durch seine Nähe zum Schwesterstudiengang Chemietechnologie, eine deutlich chemische Prägung, die es den Studierenden ermöglicht, Bioprozesse, aber auch Lebensvorgänge auf molekularer Ebene zu verstehen. Unsere Ausbildung ist gekennzeichnet durch eine hohe Praxisnähe, viele Praktika und ein berufspraktisches Semester, das den Studierenden einen frühen Zugang zum zukünftigen Arbeitgeber bietet. Aus QV-Mitteln konnte dieser Fluoreszenzimager erworben werden. Der Fluoreszenzimager ist ein Standard in Biotech- und Pharmaunternehmen und kombiniert hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit miteinander. Mithilfe des Imagers können kleinste Modifikationen an Proteinen analysiert werden, zum Beispiel Acetylierungen, und diese können mithelfen, Stoffwechselwege zu untersuchen. Biotechnologische Prozesse bestehen aus der Produktion von Proteinen in Mikroorganismen. Hier produzieren wir im Mikroorganismus E. coli, ein Protein, das eine wichtige Rolle bei der Krebsentstehung spielt. Die entstandenen Proteine werden mithilfe einer Gelelektrophorese aufgetrennt. Durch eine spezifische Immunfärbung werden die Zielproteine mithilfe eines Infrarotfarbstoffes markiert. Das Gel wird im Imager mit einem Laserlicht angeregt, sodass die Proteinbahnen sichtbar werden. Mithilfe spezieller Bildverarbeitungsprogramme können sogar geringe Proteinmengen quantifiziert werden. Der Ferrastar ist ein Hochdurchsatz-Mikrotiterplattenreader, der uns ermöglicht, verschiedenste Fluoreszenzverfahren anzuwenden und eine Vielzahl von organischen Substanzen zu analysieren. Das Besondere an diesem Gerät ist die parallele und zeitaufgelöste Fluoreszenzintensitätsmessung von bis zu 384 Proben. In unserer Arbeitsgruppe wird dieses Gerät genutzt, um die Aktivität verschiedener Enzyme zu analysieren. Wie man auf dem Monitor erkennen kann, nimmt die Fluoreszenz der beiden Proben zu im Vergleich zur Negativkontrolle und bestätigt die Aktivität der Enzyme. So profitieren die Studierenden unmittelbar von investierten QV-Mitteln. Sie erhalten bei uns eine aktuelle und praxisnahe Ausbildung an modernsten Geräten und können diese Kenntnisse direkt bei ihrem zukünftigen Arbeitgeber einbringen. So stellen unsere hervorragend nach dem Stand des Wissens und der Technik ausgebildeten Absolventen einen unschätzbaren Standortvorteil für die Unternehmen der Region dar.